Guten Morgen Traderinnen und Trader, willkommen in der neuen Handelswoche. Heute mit einem Blick in das Cable, nochmal nah im Fokus. Wir hatten letzte Woche schon eine Frage zum Cable, äh, da bin ich kurz drauf eingegangen, aber der Chart vom Cable, der sieht so hochinteressant aus, dass ich dem Ganzen hier auch den, ähm, den Blog-Eintrag, also das Research am Sonntag gewidmet habe. Das schauen wir uns heute Nochmal im Detail mit ein bisschen mehr Zeit an und dann mit ein bisschen mehr Fokus auf das, was wir hier in den verschiedenen Zeitrahmen als Trader für uns auch mit nutzen können. Das Ganze schauen wir uns hier jetzt live an. Raum für Fragen ist auch und wir schauen auch auf den DAX und auch auf den DAU, weil das hatten wir ja letzte Woche äh, am Freitag aufgrund der Zeit mit dem Wieland hier. Ein bisschen, sage ich mal, verschoben in die neue Handelswoche nächste, können wir uns sehr sehr gerne auch anschauen. Also diese Dinge sind da und natürlich auch gerne der ein oder andere Wunsch. Mal kurz eine Frage zum Zoom in Facebook sehe ich, da kommen die Rückmeldungen schon da. Da passt alles. Ist in Zoom alles okay. Ich bekomme hier angezeigt, dass der Verbindungsaufbau äh, noch im Gange ist. Ich weiß nicht, Elena, wenn du zuschaust, schau mal kurz rein, ob da alles passt. Ähm, dass Ton und Bild auch übertragen werden. Dass wir das auch alles da haben. So. Also, liebe Freunde, wir blicken jetzt in die Charts rein. Zuvor allerdings der Risikohinweis. Ich bitte hier wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das hätten wir miteinander besprochen. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal eben auf die Nachrichten. Auch hier und heute noch die Vorausschau der Nachrichten. Das haben wir ja am Freitag aus zeitlichen Gründen ähm, auch auf den heutigen Tag verschoben. Heute ist hier Montag. Da ist nicht nicht ganz so viel los. Wir haben 14:45 Uhr, ähm, EZB-Präsidentin Lagarde die spricht. Das ist sehr, sehr wichtig, auch mit Blick auf die Währung im Euro, US-Dollar. Und dann haben wir heute Nachmittag um 16 Uhr noch eine Rede vom Fed-Vorsitzenden Paul. Auch das sehr, sehr wichtig. Zum einen für die Währungen, zum anderen natürlich auch für die Indizes. Und die Indizes sind ja momentan ein bisschen angeschlagen. Äh, wenn wir uns das mal so anschauen, sehen wir nachher auch gleich eine der Gründe dafür könnten halt auch sein. Da gibt es ja immer mannigfältige Gründe, die man suchen kann und auch finden wird, wenn man das möchte. Ähm, ist das Thema äh, mit dieser Vergütung für die Arbeitslosigkeit in den USA? Ähm, die fällt erst einmal aus. Das heißt, man geht hier auch davon aus, dass früher oder später ähm, ein Impfstoff in kurzer Zeit gefunden wird. Also, was heißt früher oder später? Man geht einfach von einer schnelleren ähm, Impfdosis aus, die man auf den Tisch hat, die man auch benutzen kann. Deswegen das Tempo etwas hier zurückgenommen bei dem Thema Unterstützung der Arbeitslosigkeit. Ähm, die Fett ist hier. Äh, interessanterweise weiterhin äh, der Ansicht, dass man mit dem Thema Zinsen das Ganze auch so machen kann, wie man das Ganze gesagt hat. Es hängt alles wirklich davon ab, wie das Thema Covid-19-Impfstoff sich weiterentwickelt. Und dann dürfen wir auch eine Sache nicht vergessen. Wir haben in ein paar Wochen Präsidentschaftswahlen und das ist ja auch immer ein Bereich, der ziemlich tricky auch für die Märkte sein kann. Also das verspricht eine Zeit mit ordentlich bewegen zu werden und das ist ja auch gut, entsprechend für den Handel hier, weil wo sich was bewegt, kann man etwas verdienen, wenn man hier die richtigen Seiten bedient. Und mit den Seiten machen wir ja das Ganze heute natürlich auch mit da. Also, ah, ich bekomme gerade, wir sehen keinen äh, Ton in Zoom. Danke für die Rückmeldung. So, wartet mal kurz. Ich muss mal hier kurz was machen. Audioeinstellung. So. Mikrofon. Mein Mikrofon schlägt voll und ganz aus. Okay. Das ist es also nicht. Ich muss, äh, liebe Zuschauer auf Facebook, ich muss mal ganz kurz hier die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer über Zoom noch mit Ton versorgen. Da stimmt irgendwas in der Übertragung nicht. Mein Mikro schlägt da voll aus. Trotzdem kann man mich nicht hören. Ah, ich weiß, woran es liegt. Elena, falls du zuhörst, ähm, ich bin äh, nicht sichtbar als Host bei mir. Vielleicht kannst du da mal umstehen, dass hier meine Zuschauer auch auf dem Zoom-Kanal meinen Ton bekommen. Ähm, müssen wir mal schauen. Ich habe jetzt noch eine Umstellung gemacht. Jetzt steht da das Computerauto da ist. Jetzt müsste man mich hören können. Okay, super. Elena hat sich erledigt. Es hing an was anderem. Ich habe jetzt noch eine Nachricht bekommen. Jetzt geht das. Also. Wir sind stehen geblieben bei den Nachrichten. Wie ich schon gesagt, heute nicht ganz so viele Nachrichten von der Menge, aber schon etwas, das man durchaus auf der Uhr mit haben sollte, wenn Frau Lagarde und Paul sprechen. Das verspricht Spannung bei den Währungen. Ansonsten die Vorschau mal für diese Woche gemacht. Auch in dieser Woche gibt es natürlich Nachrichten. Ich fokussiere mich hier mal auf die wichtigsten. Wir haben morgen früh eine Rede von Bank of England, Governor Bailey. Dann bekommen wir aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser und dann eine Stellungnahme von Paul. Also Paul ist sehr, sehr präsent diese Woche. Mittwoch bekommen wir aus Deutschland den einkaufsmanager für das verarbeitende Gewerbe. Das Ganze gibt es dann Einkaufsmanager-Indizes auch noch in Großbritannien. Ähm, dann haben wir am Mittwoch nochmal FED-Vorsitzenden Paul, der Stellung nimmt. Und wir bekommen die rohöllagerbestände Und am Mittwoch gibt es noch von der Bank of England ein paar Nachrichten. Das Ganze geht dann weiter am Donnerstag mit Nachrichten. Da bekommen wir aus Deutschland den IFO-Geschäftsklima. Index für den Monat September. Nicht uninteressant zu sehen, was hier im letzten Monat passiert ist. Wir bekommen aus den USA wichtige Zahlen zu dem Arbeitsmarkt, die wöchentlichen Erst auf Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann noch eine Rede von Bank of England Governor Bailey. Also auch da einiges da. Und dann nochmal hier FED-Vorsitzender Powell. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob diese Nachrichten komplett stimmen, dass der wirklich jeden Tag spricht. Aber es steht halt hier in der Wochenvorschau drin. Das eruieren wir dann auch noch in den morgendlichen Sitzungen. Dann gibt es in den USA am Donnerstag auch noch die äh, Verkäufe neuer Häuser und dann am Freitag den Auftragseingang für langlebige Güter. Zum Thema langlebiger Güter hatte ich ja auch schon immer mal erwähnt, dass das ein wichtiger Indikator ist, weil man macht Investitionen für langlebige Güter nur dann, wenn man auch davon ausgeht, dass in Zukunft alles gut wird. Ähm, zu dem zufolge sollten wir hier Mal ganz genau schauen, wie hier die Positionierung ausfällt. Das hat noch ein bisschen Zeit, bekommen wir dann am Freitag. Und damit zu den Märkten. Äh, das passt alles soweit, super. Äh, Fragen kommen über den Euro US-Dollar noch mit rein. Na klar, den legen wir uns auch mit auf die Uhr. Der hat sich ja ein bisschen erholt, aber wir schauen jetzt und hier zuerst einmal auf das britische Pfund. Dazu mache ich hier in dem Facebook-Stream gleich mal noch äh, den, äh, des, das Bild auf groß und wir schauen schauen Jetzt mit Absicht mal hier zunächst auf den Wochenchart im Fund. So, wartet mal, ich lösche euch mal ganz kurz hier noch die Linien raus, die wir jetzt hier alle nicht brauchen. Na komm hier, hier. So, das weg, weil wir brauchen diese Linien nur für die untergeordneten Zeiträume. Ähm, Im großen Bild ist das jetzt noch nicht ganz so relevant, aber nichtsdestotrotz, das große Bild. Das verrät uns was. Das verrät uns was. Das zeigt uns, der Markt ist gut nach oben gelaufen. Wir haben hier oben, äh, wenn wir uns das mal anschauen, eine Rallye bekommen von hier unten, vom Jahrestief. Hier unten, das war die Marke von unter 1,14,5. 1,14, wo haben wir hier im Tief gestanden? Wenn ich das mal groß suche, um die 1,14, ganz grob. Schöne Rallye nach oben gesehen. Bis 1,34,8 ging es hier nach oben, bevor wir dann den Abverkauf mit hatten. Haben wir hier auch besprochen? Schöne Rallye nach oben auch mitgenommen. Und jetzt ist das sehr, sehr interessante zu sehen, auch mal mit Blick in den Wochenchart, wie dynamisch auch so ein Abverkauf kommen kann. Ja, also das britische Pfund, also das äh, britische Pfund US-Dollar-Cable kann nicht nur Dynamik hoch, das kann Dynamik auch runter. Jetzt wird es aber sehr, sehr interessant, wie das Ganze weitergeht, weil, wenn wir uns das mal anschauen wollen, ich mache mal ganz kurz den Entry-Bar hier rein. Äh, da sehen wir nämlich hier, schaut euch das mal an, das ist die Korrektur, dieser diese, diese Balken, der hier am Rand ist, das ist der sogenannte Entry-Bar, der zeigt die Korrektur-T, an und je grüner er wird, je tiefer laufen wir hier in die Korrektur auch rein und je wahrscheinlicher wird dann irgendwann eine Umkehr, wenn der Trend bestehen bleibt. Also, das bleibt sehr, sehr spannend zu sehen, was hier kommt. Aber nach unten hin ist jetzt an dieser Stelle, wo wir heute stehen, jetzt gerade eben noch nicht ganz so interessant. Nach unten wird dann interessant, wenn wir tatsächlich hier unten drunter fahren, unter dieses Zwischentief. Das haben wir ganz grob um die 1,27,62 gehabt. Das ist hochinteressant. Wenn wir da nämlich drunter fallen, dann müssen wir uns zur Unterseite konzentrieren und dann haben wir hier drüben auch noch ein paar Anlaufpunkte. Also dann ist der Weg zu 1,22,5 erstmal da. Damit müssen wir uns dann beschäftigen, wenn es soweit ist. Heute noch nicht. Heute wird erstmal was ganz anderes wichtig. Und zwar haben wir hier gesehen, auch erst einmal mit Blick in den Wochenchart, dieses Kauflevel hier um die 1,28. Ne? Das ist hier drüben dieses Level, wo der Trend entstanden ist oder beziehungsweise sich fortgesetzt hat, wenn man es mal so sehen möchte. Die, die Software, die Zeit. Hier äh, die Trends in Teilen auf etwas anderen ähm, Basen ein. Aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, hier schaut mal hier unten die steigenden, hochsteigenden Tiefs aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, abwärts und jetzt schön nach oben gelaufen. Das sind die Dinge, die wir hier sehen. Da trendet es. Und dieser Bereich, den wir hier drinnen sehen, wartet mal, auch das zeichne ich euch mal kurz hier mit ein. Den Bereich, den wir hier drinnen sehen, dieses Level hier, das hier, das war der Verkaufsbereich hier drüben. Ja, und dieser Verkaufsbereich ist hier drüben übersprungen worden. Das ist eine sehr, sehr spannende Story gewesen, die wir hier sehen. Und jetzt müssen wir einfach mal konstatieren, auf was können wir warten? Weil wir sehen ja, hier oben habe ich noch zwei Widerstände eingezeichnet. Die schauen wir uns gleich im kleineren Zeitrahmen an. Wir sehen aber auch, wenn wir hier über dieses Zwischenhoch um die Marke von 1,30 drüber laufen, haben wir gute Karten, dass der Markt wieder hoch will. Und das ist wirklich eine interessante Story. Ähm, zumindest auch dann kann das Ganze gut befeuert werden, wenn sozusagen äh, der US-Dollar. Weiterhin etwas schwächelt. Das muss man sehen. Hat letzte Woche auch etwas schwach reagiert, hier die ganze Geschichte im, im US-Dollar. Ich muss mal kurz schauen, wo der Index gerade verortet ist. Kurzen Augenblick, gebt mir mal kurz einen ähm, kurzen Klick Zeit. Ich schaue mal ganz kurz auf die aktuelle Verortung vom Future. Äh, vom Währungsfuture, die Currencies. So, da haben wir es. Und zwar ist der etwas nach unten gekommen. Wieder leicht gefallen hier an dieser Stelle. Ähm, er ist, wartet, Moment, hier an diesem Punkt. Ähm, bei 92,65, wir kommen leicht nach unten. Wartet, ich zeige euch das mal ganz kurz, ähm, dass ihr hier auch seht, was ich mir gerade anschaue. Hier, ich, äh, ihr wisst, ich, scha ich schaue da immer äh, einfach mal auf die Währungsfutures drauf an dieser Stelle. Ähm, und hier sehen wir im Hintergrund, die Werbung ist irre. Naja, das sind halt kostenlose Internetseiten. Das ist halt, wie es ist. So, also. Ich hoffe, man kann das Ganze gut erkennen, wenn wir uns diesen Future hier mal anschauen. Ähm, er läuft so ein bisschen runter hier. Das ist der US-Dollar-Future, den wir hier sehen an dieser Stelle. Äh, und hier ging die Schwäche langsam wieder rein. Ja, also wir hatten hier am Freitag einen relativ schwachen Tag. Wartet mal, ich ziehe euch das mal rüber. Ich kann es nicht rüberziehen, das tut mir echt leid. Also hier unten 92,85 haben wir es gerade. Wir sehen, der Markt kommt hier wieder ein bisschen runter. Ich hoffe, man kann es erkennen. Nichtsdestotrotz, die Schwäche sehen wir hier durch steigende Kurse. Und das ist jetzt interessant. Und da schalten wir jetzt mal rüber in den Tageschart. Ja, also wir schauen uns jetzt hier noch zwei Dinge an. Zum einen den Tageschart und dann für die kurzfristigen Trader äh, an dieser Stelle äh, den Weg noch in den Stundenchart rein. Und im, 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 im Tageschart. Da wird es jetzt interessant. Da wird es hochinteressant, weil die Marke von 1,30, das ist echt ein Hammer. Also das ist der Kracher, wenn man das mal so sieht. Schaut mal hier dieser sehr, sehr starke Abverkauf, den wir auf der Wochenbasis gesehen haben, der hat jetzt dazu geführt, dass wir hier wie Butter durch diese Marke gefallen sind. Ne? Also hier die 135 das war ein Support gewesen, hier aus diesem trendigen Verlauf nach oben, das war ein Umkehrlevel äh, und dann hier das Kauflevel um die 1,30. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, schaut es euch mal an, wir sind hier mit einem Schwung unter die 1,30 gelaufen, dann mit Schmackes zurück in die 1,30, um dann kurz drüber und dann mit ordentlich Krawall runter in den Support. So, dann dann wieder ordentlicher Anstieg, dann oben rein in die 1,30, wieder runter. Hier wieder oben ran in die 1,30 und wieder der leichte Abverkauf. Jetzt am Freitag wieder ran und dann sogar eine Tageskerze, die fallend ist. Das heißt, dass hier oben um die 1,30, das ist eine Hürde. Da gibt es jetzt eine sehr, sehr positive Nachricht. A für die, für die, für die, für die Bullen ähm, und eine gute Nachricht für die Bären. Nämlich... Licht euch bitte hier auf die Lauer. Fliegt der Deckel bei 1.30? Haben wir gute Chancen, hier mal flott die 1.35 anzutesten? Und wenn der Markt diese Marke rausnimmt, dann wäre es durchaus möglich, dass wir jetzt eine Umkehr äh, des Wochensignals bekommen. Ja? Dass wir hier die tiefe Korrektur aus der Woche rumdrehen vom Sapot hier unten und dann wieder hochlaufen. Die Chance, die wir haben, ist auf die 1.34.6 äh, hier oben reinzulaufen. Das oder 8 hier oben. Das ist interessant. Und das sehen wir alles hier an dieser Linie für die Long-Seite. Für die short -Seite muss man schauen, ähm, da würde ich mich als Händler jetzt so ein bisschen positionieren, was passiert hier oben. Das ist der eine Marker und der andere Marker, den wir hier brauchen, ist dieses Zwischentief hier unten. Wenn wir hier nämlich drunter fallen, unter das Tief der Freitagskerze, dann haben wir hier Trend in Trend, die nach unten laufen. Dann haben wir plötzlich wieder die untere Seite, die interessant wird und das schauen wir uns gleich mal an. Kurzfristig erst einmal hier unten Richtung 1,27,6 da unten rein, was das Zwischentief gewesen ist. Das ist der Marker für die Unterseite. Und im Stundenchart sehen wir diese Level sehr, sehr schön. Hier, ich blende euch das mal ganz kurz ein, hier mal den Zeitrahmen. Also hier, das ist sozusagen jetzt die massive Abwärtsbewegung hier. Und jetzt schlängelt sich der Markt so langsam Stück für Stück nach oben rein. Und das ist jetzt der Punkt, wo man einfach sagen muss: Lasst uns da mal etwas genauer hinschauen. Denn. Wenn wir uns mal anschauen, was hier gerade passiert, äh, dann müssen wir sagen, genau hinschauen lohnt schon. Und es macht auch Sinn hinzuschauen, nämlich mal diesen gesamten Bereich hier anzusehen. Denn, passt auf, folgendermaßen, wir haben hier unten definitiv einen Richtungswechsel bekommen. Erstmal nur definitiv im Kleinen, ja. Aber wenn wir uns das mal anschauen, Leute, hier guckt mal, wir kommen aus der Korrektur raus. Schieben es hier unten rein. So, und jetzt rein technisch zu sehen, ähm, hier kann man ein bisschen, äh, sag ich mal, äh, diskutieren über die Vorgehensweise. Also, eigentlich, je nachdem, wie eng man das Ganze betreiben möchte, ja, wartet mal, da muss ich mal ganz kurz rauslöschen. Also, den Weg, den wir hier nach unten gehabt haben, ja, wir haben hier diesen Schub von oben nach unten hier rein gehabt, bis hier unten rein, ja, also, wenn man es mal etwas weiter betrachtet, hier die Korrektur. Und dann den Schub darunter. Auch wenn wir hier noch ein bisschen getrendet haben. Ähm, hier gab es keinen Schlusskurs unterhalb dieser Marke. In diesem Bereich. Ja? Deswegen ist das hier eher so ein bisschen naja, hin und her gezappelt. Aber es ist der Beginn einer Bodenbildung so. Und das, was wir jetzt hier sehen, sind einfach die Chancen, die wir nutzen können für die Oberseite. Denn... Aus diesem ganzen Gezappel hier unten hat sich dann dieser Trend nach oben ausgebildet. Hier nochmal mal ran gelaufen, also auch das ist hier so ein Gezappel rum. Ähm, die höchst. Und jetzt, jetzt ist es halt interessant, was passiert hier. Und hier sehen wir nämlich das Risiko, was die Bullen momentan haben, dass wir hier, wenn wir dieses übergeordnete Bild mal anschauen, erst hier oben über dieses Widerstandslevel drüber laufen müssen bevor diese Abwärtsdynamik rausgenommen wird. Das ist halt der Punkt. Das ist jetzt die große Frage, ob das passiert. Weil hier oben wird momentan immer abgekauft oder abverkauft. Sehr, sehr spannend wäre es jetzt, wenn wir ein, ein, ein Bild sehen, wie das, was ich hier mal kurz skizziere. Wenn wir jetzt sozusagen hier rauskämen und so eine Art Kontraktion unter diesen Widerstand sehen und dann nach oben schieben. Das wäre sehr, sehr spannend. Und dann bleibt es abzuwarten, dass dieses Level hier oben rausgenommen wird und dann. Ist der Weg nach oben frei? Das ist mal die Long-Geschichte. So, die Short-Geschichte sieht ein bisschen anders aus. Bei der Short-Geschichte ist es wirklich so, hier kommt es jetzt wirklich drauf an, wo es hingeht. Das hier, diese Marke, die 1,29,1, das ist das Tief sozusagen vom Freitag gewesen. Ich gehe nochmal kurz in, die, in den, in den Tageschart rein hier. Schaut mal hier unten, das ist die 1,29,5. Fallen wir da drunter, wäre das die Bestätigung, der Abfall bewegen hier oben die technische und das würde dann hier das bärische Szenario ins Spiel bringen. Erst einmal nicht zu weit gegriffen, kurzfristig nach unten hin in dieses Unterstützungsband hier rein, aber wir sehen, wir haben halt alles unten liegen und ein paar Anlaufpunkte haben wir halt auch da hier das Zwischentief bei äh, der Marke von 12865, dann haben wir hier noch ein kleines Anlauflevel um die 128420, äh, dann hier ein Zwischentief bei 128114. Und dann hier unten das Zwischentief bei 1,27,62. Das sind die Marker, die wir hier nach unten sehen. Und damit müssen wir einfach nur abwarten, was hier oben passiert. Ne? Also die Long-Geschichte wird hochinteressant, wenn wir hier die 1,30 rausnehmen. Die Short-Geschichte, wenn wir hier tatsächlich abprallen und dann zur Unterseite reinlaufen. Das heißt, dieses Level hier unten bespielen und das Freitag tief durchlaufen und uns dann Stück für Stück nach unten hin sozusagen weiter durcharbeiten in die entsprechenden Zielmarkereien. Also die Potenziale sind da sehr, sehr, sehr interessant und spannend wird es wirklich zu sehen, wo laufen wir hin, gerade auch für die Longseite, da ist viel, viel Potenzial nach oben hin. Also das bleibt hoch, hoch interessant dazu. Bevor ich jetzt auf die Indizes eingehe, würde ich gerne mal noch den Euro-US-Dollar hier mit unter die Lupe nehmen. Da haben wir nämlich eine Frage bekommen. Äh, in Zoom bekomme ich keine Fragen. Okay, also wie schon gesagt, Leute, wer Fragen hat, auch in Zoom bitte einfach die Felder benutzen. Ich habe auch gesehen, hier hat jemand die Hand gehoben. Ich sehe aber leider keinen Kommentar. Äh, das heißt, bitte, wer eine Frage hat, in die Chat-Funktion in Zoom reinschreiben, dann kann ich das direkt entsprechend auch mit beantworten, diese Fragen. Ansonsten, wie schon Sagt jetzt erstmal der Blick in das Währungspaar Euro-US-Dollar und danach schauen wir uns nochmal die Indizes an. Hier im Namen auf alle Fälle mal den DAX und den NASDAQ hatte ich ja auch gesagt. Äh, zuvor aber allerdings hier Euro-US-Dollar. So, jetzt muss ich nochmal schnell suchen. Da ist er. Hier ist der Euro und da steht er. So, und beim Euro sehen wir momentan so ein bisschen Aufwärtslauf nach oben hier. Also. Wir sehen es, die US-Dollar-Schwäche. Wenn der weiter schwächelt, sehen wir hier den Markt nach oben mit ansteigen. Eine kleine Sache ähm, ist jetzt allerdings äh, mit Blick auf den Euro und Bezug auf die Indizes ein bisschen anders geworden. In den letzten Wochen war es in der Regel so gewesen: starke Indizes, starke Euro. Jetzt haben wir schwache Indizes äh, und, und einen Euro, der leicht nach oben geht. Das ist halt ein bisschen tricky. Da muss man dann auch irgendwann wirklich mal sagen: <laughs> Wie geht es denn hier jetzt an dieser Stelle entsprechend weiter? Denn. Ähm, wenn wir hier einen, einen, einen Wechsel bekommen, äh, starke Euro-schwache Indizes, wäre das definitiv ein Wechsel des Systems und das muss man dann auf der Uhr haben, weil dann liegt es relativ nah, wenn die Stärke in die Indizes zurückkommt, dass man dann an dieser Stelle sagen kann, okay, ähm, wenn wir das Spiel haben, starke Indizes, schwache Euro, schwache Indizes, starke Euro, US-Dollar, äh, dann ist das hier ein Paradigmenwechsel. Und das muss man so ein bisschen dann auf der Uhr auch haben hier für die Planung im Trade. Aber mit Blick auf den Euro-US-Dollar sehen wir sozusagen ähm, das erste einmal, wartet mal, ich nehme mal ganz kurz diese ganzen Marke hier raus, die brauchen wir jetzt gerade für die aktuelle Chartbesprechung nicht. Was wir hier momentan sehen im Euro-US-Dollar ist ganz klar, der Support unten um die 1,1740, 1,1760 in diesem Dreh. Der hat wieder gehalten und wir gehen jetzt leicht nach oben. Kurzfristig gesehen müssen wir aber schauen, wo wir hinlaufen. Ich zeichne mal kurz eine Linie ein. Wir können hier auch mit Blick auf das, was wir in der Stunde sehen, schon hier so eine Art ähm, Abwärtstrendlinie einzeichnen, wo wir sozusagen am Freitag versucht haben, drüber zu gehen und dann nach oben zu laufen. Also, Definitiv mal eins, die 1740 bis 1760 haben gut gehalten. Und jetzt ist die Frage, wo liegen die Chancen kurzfristiger Natur auf der Oberseite? Und das schauen wir uns gleich mal an. Wohlwissend, ja, wir haben heute zwei Reden von Notenbank-Chefs, ähm, beziehungsweise wir haben Lagarde und Paul. Ähm, äh, diese Dinge muss man auf der Uhr haben, die können durchaus. Ordentliche Einflüsse auf das haben, was wir hier sehen sollen. Wenn wir uns jetzt mal den Euro-US-Dollar anschauen, das ist jetzt mal der Blick in den Stundenchart, ähm, dann sehen wir, was ich gerade im Tageschart eingezeichnet habe. Also hier auch die hohen Volatilitäten. Und jetzt an dieser Stelle wäre es halt wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir hier nach oben hin weiter weglaufen. Das heißt, dass wir hier tatsächlich diesen Schwung mit reinnehmen. Ich mache mal kurz den Lower-Time-Frame an. Hier sehen wir auch dieses Hin und Her, aber hier. Bewegung, Korrektur, wieder leicht nach oben, wieder Korrektur, wieder leicht nach oben. Dass wir das nach oben hin fortsetzen, wenn wir das tatsächlich schaffen, hier an dieser Stelle, also hier oben drüber zu laufen, über dieses Level, da oben wurde ja immer wieder abverkauft, ja, aber wenn wir tatsächlich oben reinlaufen, über die 1,18,70, das wäre jetzt mal wichtig für die Long-Seite, wenn wir es tatsächlich raufkriegen hier. Ne? Weil dieser Bereich, wo wir hier gerade auch stehen, das hier, ähm, da sehen wir auch schon, der ist gar nicht so einfach zu übertreffen, weil das war in der kürzeren oder jüngeren Charthistorie immer auch ähm, ein Bereich wo abverkauft wurde. Ja, da kam immer wieder Druck nach unten rein. Wenn der aus dem Markt rausgenommen wird, das wäre ein sehr, sehr positives Zeichen für die Long-Geschichte. Und Anlaufpunkte auf der Oberseite haben wir dann selbstredend auch hier oben. Dieses kleine Zwischenhoch um die Marke von 1,18,8 beziehungsweise dann hier oben drüber den Schwungpunkt um die 1,19. Ja, und dann haben wir hier oben schon das Hoch hier liegen, was wir hier in diesem Chart sehen bei 1,19, 1,75 in etwa. Das ist mal der nähere Zeit, Rahmen, den wir hier haben. Also, auch hier entscheidet sich alles, wo wir hinwollen. Kommt zu einem Abfall, Abprall von diesem Verkaufsbereich hier oben bei 1,18,7, dann haben wir hier eher damit zu rechnen, dass wir wieder runterlaufen Richtung 1,18,3, beziehungsweise dann wieder hier in diese abfallende Linienbereich reingehen. Ansonsten, wenn die Stärke reinkommt, haben wir tatsächlich die Chance, hier die 1,18,8 rauszunehmen. Das wäre wichtig, weil das gibt dann den Weg nach oben ähm, wieder so ein bisschen frei. Ansonsten, wenn ich das mal noch etwas näher zusammenraffe, sehen wir hier halt, diesen Hin- und Herschwungbereich. Ich ziehe das mal ganz kurz ein Stückchen weiter rüber. Hier oben schaut mal. Hoppala. Das hier oben. Das ist so momentan der obere Deckel drauf. Also über die 1,18.7 will der Markt momentan noch nicht so richtig drüber. Und das ist der obere Bereich. Hier unten haben wir die Unterstützung. Das heißt, da haben wir jetzt eine Trading Range. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir hier in dieser Range die nächste Zeit erstmal so ein bisschen hin und her laufen. Das müssen wir einfach ein bisschen abwarten. Aber wir haben auf alle Fälle gute Karten, wenn wir hier. Neue Hochs schreiben, weil dann sehen wir dann endlich mal steigende Hochs und steigende Tiefs hier in der Stunde und das wäre dann ein Zeichen für die Long-Geschichte. Ansonsten, wie schon gesagt, das Hin und Her in der Range wäre hier an dieser Stelle wichtig. So, gut, dann hätten wir sozusagen das hier ähm, und dann äh, würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal in die Indizes rein und zwar starten wir aber da mal kurz durch mit dem DAX. Ich blicke mal kurz in den DAX und zwar den Tageschart im DAX mit rein. Auch das mal etwas größer gezoomt hier äh, an dieser Stelle. Das ist nicht der DAX. Ich will das haben. Das ist der DAX. So, also hier schauen wir uns den DAX mal an. Ich raff's kurz zusammen, damit wir sehen, wo es losgeht. Wir sehen auf alle Fälle in diesem Bild jetzt auch schon mal einen schwächelnden DAX hier zum Wochenauftakt. Ja, das sehen wir gut an dieser schwarzen Kerze hier. Ansonsten, wie ich schon gesagt, der Trend wird wird langsam ein bisschen müde. Er wirkt müde. Das erinnert so ein bisschen auch an den Trend, den wir beim Ölmarkt gesehen haben, ähm, bevor hier der ordentliche Kursrutsch nach unten kam. Ne? Für diejenigen, die es jetzt nicht mehr wissen, guckt mal hier, der Ölmarkt, der hat sich hier genauso entsprechend oben entfaltet. Er ist rangestiegen und dann ist er immer, immer lahmer geworden. Und dann gab es den Krach nach unten. Und jetzt sehen wir übrigens hier im Öl auch, das wird jetzt sehr, sehr spannend, wir sehen hier oben ein Umkehrsignal in diesem Verkaufsbereich hier. Das wird eine hochinteressante Geschichte. Also das könnte was sein, was für die kurzfristigen Trader jetzt interessant wird, aber möglicherweise auch für die Swing Trader zur Unterseite hin. Das beobachte ich heute mal den Tag über, was hier passiert. Möglicherweise wird das eine richtig klasse Handelsidee äh, für, den, für, den, für, den, für den Swing Trader äh, in diesem Bereich, wenn sich hier oben was ausklassifiziert. Das wird sehr sehr spannend. Aber jetzt zurück zum DAX. Wie schon gesagt, die Müdigkeit, die wir hier sozusagen im äh, WTI gesehen haben, äh, das erinnert mich so ein bisschen was, an das, was wir hier oben sehen, dass die Indizes Langsam lethargisch werden, ähm, wie wir das hier im DAX an dieser Stelle sehen, ähm, und alles hier oben immer, immer flacher wird. Und da kommt es halt auch auf wichtiger Weise darauf an, wo man hier verortet ist. Ne? Der DAX ist hier verortet relativ nahe hier oben ähm, am, am, am Allzeit-Hoch. Was wir hier oben haben, ne? hier oben bei 13.837 ist das Allzeithoch hier im Chart auch markiert. Da ist der DAX auch gut rangelaufen und man hat oder man kann fast so den Eindruck bekommen, dass hier oben dieses alte Verkaufslevel um die 13.000-Punkte-Marke, ja, ich weiß, wir schwingen da etwas immer hoch und runter, aber hier ist so der Bereich, wenn man das mal so sieht, wo langsam aber sicher der Markt stagniert. Da braucht es quasi auch irgendwann mal neue Impulse dass hier an dieser Stelle was reinkommt. Und das bleibt jetzt sehr, sehr, sehr spannend, zumindest auch im kurzfristigen Bild, weil im kurzfristigen Bild, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier. Schaut mal, oppala, da haben wir unten leicht gerade aktuell eine Unterstützung hier unten in diesem Bereich um die Marke von 12.800 Punkten in diesem, in diesem Tenor rum. Dann haben wir hier oben äh, die Ausbruchsbereiche. Hier oben, wenn ich das mal kurz mit reinnehmen darf, schaut mal, hier sind wir oben drüber gelaufen. Das fließt so alles ein bisschen ineinander. Also, das ist ein ziemlich großes Band, was wir da oben haben, wo es durchaus auch ein bisschen hin und her gehen kann. Und dann haben wir noch die Tatsache, wenn wir uns mal den Trendverlauf angucken, den größeren Trendverlauf, schaut mal hier. Das hier ist der größere Trendverlauf. So, das heißt, der Markt kann, ohne dass er dieses Bild kaputt macht, auch noch ein ganzes Stückchen weiter nach unten korrigieren, hier auf die 12.200, ohne diesen Trend äh, quasi zu zerstören. Und das ist jetzt die Tatsache, die hochinteressant ist und die auch gerade für das kurzfristige Bild sehr, sehr spannend werden. Und das kurzfristige Bild schauen wir uns jetzt mal eben kurz im Stundenchart an. Ne? Diese starke Dynamik, die wir hier nach unten sehen, da wird sich jetzt in Kürze entscheiden, wie das Ganze hier entsprechend weitergeht, weil wir sehen hier an diesem Punkt natürlich schon, dass die Stunde nach unten trendet, hier an dieser Stelle, na, das sehen wir, ähm, und immer wieder die tieferen Regionen sucht. Und das ist jetzt der Fall. Wir sind hier unter das Zwischentief auch drunter gelaufen, unter die 13.029-Punkte-Marke. Ähm, diese Bewegung hier nach unten hat natürlich auch noch etwas Potenzial, aber wir sind halt hier verortet in diesem Unterstützungsband. Und das ist jetzt hochinteressant, was hier passiert. Entweder es gibt einen Rücklauf, und wenn wir uns diesen Abwärtstrendverlauf hier mal kurz anschauen wollen in der Stunde, dann haben wir ja gut die Möglichkeit, auch immer schöne Rückläufe. Und wenn die Rückläufe halt tief genug kommen, so wie hier auch, schaut mal hier die erste Bewegung. Dann ein guter tiefer Rücklauf, dann die Umkehr hier oben und dann die Bewegung nach unten rein. Jetzt wieder ein tiefer Rücklauf gehabt, dann wieder unten raus. Da ist natürlich noch etwas Luft unten rein, je nachdem wie sich der Markt verhält und dann die Rückläufe zu nutzen. Also wir können hier sehr, sehr schön entsprechend reinschauen und wenn wir uns das mal aktuell anschauen wollen, aus jetziger Sicht, wenn wir sagen, okay, der Markt dreht hier unten um das Zwischentief, was ich gerade genannt habe, bei 13.029 Punkten und wir kommen tatsächlich so ein bisschen in den Korrekturmodus rein. Dann brauchen wir uns hier an dieser Stelle nur mal kurz auf diesen aktuell laufenden Trend raufzusetzen. Na gut, der wird hier ein bisschen unsauber eingezeichnet, weil es aus einer anderen Zeitebene herauskommt. Aber hier, schaut euch das mal an. Hier, guck mal, das hier. Ist der Trend, der untergeordnet läuft? Ne? Also hier, das hier. So, und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, rein vom jetzigen Bild her, dann haben wir ein paar Anlaufbereiche, die wir durchaus auf die Uhr mitnehmen können. Das wären dann zum einen, warte mal, ich lösche das mal ganz kurz raus hier. Das wäre zum einen natürlich, das ist natürlich jetzt extrem nah, ne? da stehen wir auch schon dran. Diese Marke hier, um die 13.056 Zähler hier in diesem Thema. Und wenn wir da drüber gehen sollten, dann haben wir die Chance weiter nach oben zu laufen. Noch ist hier aber nichts ausgemachtes. Sache, wir sehen auch jetzt ist es 9:01 Uhr. Der Markt nimmt Dynamik nach unten auf. Nur wenn es hier zu einem Rücklauf kommt, dann haben wir hier ein Zwischenhoch liegen um die 13.167. Ja, das ist hier auch ein wichtiger Drehbereich, Das ist durchaus auch mal mit da. Dazu brauchen wir aber die Umkehr. Ansonsten, wenn es hier wirklich nach unten Pfeffer gibt, ja, der Markt macht ja gerade ein bisschen schwach auf, dann können wir einfach mal schauen, wo wir Anlaufpunkte haben. Und Anlaufpunkte finden wir halt immer relativ gut. Na, das wollte ich jetzt nicht haben. Finden wir auch immer relativ gut hier unten an. An diesen an diesen Drehpunkten, ne? also hier unten schaut mal hier, das ist ein Dreh im Schwankungsbereich, das ist so knapp die Marke von 12.900 Zählern. Das ist mal ein weiterer Anlaufbereich und dann hier unten diese Zwischenspikes, aber alles wie schon gesagt im Supportbereich. Der nächste hier bei 12.782 Zählern und dann haben wir hier noch einen kleinen Spike unten rein um die Marke von 12746. Also das ganze bleibt hier hochinteressant, ja, und das Level, in dem wir uns gerade befinden, ist halt jetzt so ein bisschen entscheidend und da stellt sich halt wirklich die Frage, wenn wir das Ganze jetzt nach unten rausnehmen, hier einfach mal kurz abmessen wollen, das hier unten war entsprechend die Bewegung, also die Korrektur hier Korrekturlauf rein, dann das Ganze nach unten. Und wenn wir das einfach mal nach unten ran spiegeln wollen, hier in diesem Bereich ran, dann haben wir alleine, wenn wir diesen letzten Rücklauf nach unten hin doppeln, etwas Platz hier, bis mal locker 12.930 Zähler, bevor es hier zu einer korrektiven Phase kommen kann. Ob es weit kommt, werden wir sehen. Aber das ist für die Tradeplanung immer wirklich sehr, sehr wichtig. Und wir werden hier sehen, wo es ranläuft. Wie ich schon gesagt, momentan macht der Markt Feuer zur Unterseite. Und da bleibt es halt auch interessant zu sehen, bleibt er jetzt tatsächlich hier drüben hängen, also an dieser Stelle. Die wir hier drüben haben, also hier dieser Punkt. Oder gibt es dann weiter Dynamik in die unteren Bereiche rein? Also die Chancen haben wir auf alle Fälle da. Und wie ich schon gesagt, wenn wir einen schwachen Markt bekommen, dann haben wir hier jetzt schon mal schön die Bewegung nach unten laufen in diesem übergeordneten Stundenabwärtstrend. Und das gibt so ein bisschen die Richtung entsprechend auch mit vor. So, und jetzt gucken wir noch ähm, ganz flott auf den Nasdaq. Das hatte ich ja auch versprochen. Äh, der Nasdaq hier an dieser Stelle heute noch relativ ruhig an dieser Stelle, ja, aber auch hier, wir sehen es ganz, ganz klar, definitiv haben wir hier jetzt einen Markt, der angeschlagen ist. Er hat hier am Freitag ähm, zum dreifachen Hexensabbat die Marke von 11.000 Punkte unterschritten, ähm, definitiv auch auf Schlusskursbasis. Wir sehen es hier, da haben wir jetzt leicht was nach unten trennten, deswegen ist diese blaue Linie auch hier drinnen. Äh, wenn wir das mal kurz rausnehmen wollen, hier an dieser Stelle. Das hier ist mal der letzte Bewegungstrend, den wir hier so nach oben hatten. Und damit haben wir jetzt. Mal zumindest kurzfristig gesehen, wo die Reise hingehen kann. Und wenn sich das Ganze hier natürlich nach unten hin fortsetzt und wir hier unter die alten Tiefs weiterlaufen, dann haben wir Anlaufpunkte rein aus der charttechnischen Sicht. Hier unten in diesem Drehbereich um die 10.300 Punkte-Marke, das wäre mal der nächste Auffangbereich. Und wenn ich das mal kurz ein bisschen zusammenraffe, dann sehen wir auch, dass dieser Bereich schon gewisse ähm, Relevanz hat, nämlich hier. Sind wir raufgelaufen? Aber wenn das weggeht, ist halt noch viel mehr Platz nach unten. Also, jetzt bleibt es sehr, sehr spannend, wie die Märkte sich hier weiter bewegen. Kommt er unten raus, also aus diesem, ja, sag ich mal, Kaufbereich hier unten um die 11.850, Dann haben wir schon Chancen, wieder Richtung hoch zu laufen ähm, in die höheren Räume hier rein, wenn wir uns das Ganze kurz mal in der Stunde anschauen wollen. Das wäre dann das Szenario, dass wir tatsächlich hier über dieses Zwischenhoch oben drüber laufen, um die 11.008 Punkte. Also, 11.008 Punkte ist hier oben. Dieser Bereich hier, wenn ich es mal eher nannte, also grob über den Daumen, wenn wir da wieder hochlaufen, das wäre positiv zu sehen, also das heißt, das würde dann sozusagen in einer Art aussehen, dass wir hier ähm, den Schwung haben, ein erstes höheres hoch, äh, ein erstes höheres tief und dann nach oben laufen, das wären dann die Marker, wo wir dann sagen können, okay, wo sind Anlaufbereiche und die sehen wir dann ganz klar hier um die Marke von 11.160 beziehungsweise dann hier oben die Schwungbereiche um die 11.440 Zähler, das sind mal Marker, die wir da haben, im etwas größeren Rahmen, dazu brauchen wir aber die Umkehr und da wird es jetzt spannend hinzuschauen. Im großen Bild, wie schon gesagt, der Markt sieht sehr, sehr angeschlagen aus. Ja, Das ist auf alle Fälle erstmal klar. Und wie schon gesagt, sollten wir hier unter das Wochentief vom Freitag weiterlaufen, also hier unten drunter durchziehen äh, im Abverkauf, dann wird es hier der Weg freigemacht in die Zwischentiefs rein. Erst einmal hier unten der Bereich um die. 10.500 und ein paar in der 20. Und dann haben wir hier diesen Kaufbereich um die 11.313 bis 15 in diesem Drehraum hier. Das ist ein Drehbereich. Der war hier unten erst Widerstand, ist dann hier zur Unterstützung geworden. Das ist etwas, das haben wir dann durchaus auch auf der Uhr, was wir hier mit reinnehmen können. Das ist der Tageschart, den wir uns jetzt anschauen. Der Platz nach unten ist aber auf alle Fälle da. Also. Hier ist gut Bewegung äh, zu erwarten. Die Frage ist nur, in welche Richtung es geht. Und wir brauchen uns jetzt hier nur aufzustellen, um zu schauen, läuft es hoch. Das ist der kleine Aufwärtstrend, den ich gerade im Stundenchart gesehen habe. Oder fallen wir hier unter das Tief vom Freitag drunter. Dann ist der Weg erstmal in die tieferen Regionen auch mit da. Sehr, sehr interessant, wie ich finde. So, dann hätten wir das an dieser Stelle. Und ich würde sagen, weitere Fragen sehe ich nicht. Dann sage ich danke heute wieder fürs Zuschauen. Für die Geduld am Anfang der Zoom-Teilnehmer, wo der Ton nicht gepasst hat. Allen gute Trades und bis morgen, wenn wir hier die nächsten Charts live besprechen und gerne auch den einen oder anderen Wunschmarkt analysieren. Bis dahin, allen eine gute Zeit. Tschüss und danke.